In diesem Video sprechen wir darüber, wie du das richtige Studium für dich finden wirst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute sprechen wir darüber, wie du das richtige Studium für dich finden wirst. Ja? Und das ist einfach mal so ein bisschen so ein Rant-Video, wo ich einfach mal darüber sprechen möchte, was ich für mich selbst da an Erfahrungen gemacht habe und was ich jetzt eben auch schon bei vielen Oberstufenschülern, die ich dann zu dem Abitur betreut habe und jetzt natürlich auch danach noch mit ihnen in Kontakt bin, was ich da so sehe oder auch bei meinen alten Freunden. Und da ist, glaube ich, die allerwichtigste Sache, die meiner Meinung nach so grundsätzlich erstmal das allergrößte Problem ist. Und zwar, dass einfach so viel Druck hinsichtlich dieser Thematik herrscht. Nicht zwangsläufig wirklich von außen gemacht, sondern primär eigentlich dadurch, dass man so das Gefühl hat, boah, irgendwie ist diese Gesellschaft so um mich rum und die erwarten alle, dass ich was weiß. Ja, aber sei dir bewusst, dieser Druck von außen, der kann es für dich nur schlimmer machen. Ja, da brauchst du dir gar nicht Gedanken drüber machen, was ist das richtige Studium für mich. Weil wenn du die ganze Zeit über diesen Druck von außen denkst, wirst du immer zu einer Entscheidung kommen, die nicht hundertprozentig dein ist. Ja, das heißt, wir müssen uns am allerersten Moment mal darum kümmern, dass du diesen Druck von außen wegbekommst. Und da ist ganz wichtig, eigentlich, ich bin ja auch mit vielen Eltern im Gespräch, machen eure Eltern euch da nicht so viel Druck. Ja, da müsst ihr euch manchmal auch ehrlich mit euren Eltern sprechen, so, hey Mom, ich weiß nicht genau, was ich irgendwie werden will, ist das in Ordnung für dich, so, kannst du mir irgendwie helfen? Weil eure Eltern sind in der Regel sehr unterstützend, nur hast du, wenn du nicht offen mit ihnen darüber kommunizierst, das Gefühl, dass sie irgendwas erwarten. Das gleiche gilt auch hinsichtlich Freunde, Bekannte, weitere Familienangehörige, die vielleicht einfach aus Interesse, wenn sie dich mal sehen, fragen und weißt du schon, was du nach dem Abi vorhast. Ja? Aber du wertest es dann gleich als so ein, oh mein Gott, irgendwie alle erwarten, dass ich das weiß. Sie erwarten es nicht, sie fragen nur, ob du es schon weißt. Ja? Deswegen mach dir da keinen Druck, auch hinsichtlich der Gesellschaft. Wer ist die Gesellschaft? Wer ist es? So, es ist ja einfach nur irgendwas in deinem Kopf, wo du denkst, oh, alle anderen um mich herum erwarten es. Aber das tun sie überhaupt. Ja, deswegen mach dich frei von diesem Druck. Wenn du dich frei von diesem Druck machst, dann können wir eben auch konkret darüber sprechen, wie du dann eben auch ohne diesen Druck für dich selbst entscheiden kannst, was ist denn wirklich das richtige Studium für mich. Und auch da ganz ehrlich, kann ich euch jetzt auch schon aus meiner Erfahrung sagen, du wirst es nie zu 1000% garantiert wissen. Es gibt einige von euch, die sagen so, bah, Medizin ist genau mein Ding und dann geht auch genau diesen Weg. Vollkommen easy, ja, oder manche von euch wissen auch, hey, ich will unbedingt Psychologie studieren, das war bei mir nach dem Abi auch so, ja, und dann habe ich eben Psychologie studiert, geht diesen Weg, und auch da, wenn ihr wisst, hey, ich will diese eine Sache machen, dann lasst euch auch nicht von euren Eltern erzählen, ja, das kann sich auch noch verändern, oder macht nicht so einen Stress wegen dem Schnitt und so weiter, nee, Mann, wenn du Bock auf Medizin, Jura, Psychologie, BWL, was auch immer es ist, und sagst, ich will das unbedingt machen, dann mach das, und versuch das nicht irgendwie rational zu überlegen, wie verdiene ich damit genug Geld, oder kann ich diesen Abi-Schnitt überhaupt erreichen, vollkommen egal, wenn du sagst, ich will unbedingt Medizin studieren, dann wirst du den Schnitt schaffen können. Entweder mit uns, mit unserer Hilfe, mit unserem Coaching oder einfach nur, weil du genug Gas gibst oder was auch immer. Aber du wirst es irgendwie schaffen. Das gleiche mit Psychologie, mit Jura, BWL, was auch immer. Wenn du sagst, du willst es unbedingt schaffen, dann mach das. Ja? Weil, ich kann dir eins sagen, es gibt viele wertvolle Strategien und so weiter. Aber die eine Sache, die man einfach ja nicht ersetzen kann, ist, dass du für dich selbst sagst, ich will das wirklich machen. Wenn du sagst, ich will das wirklich machen, dann sind so viele Wege möglich. Ja? Und wenn du das dann hast, wunderbar. Wenn du jetzt aber nicht zu dieser Gruppe gehörst, die irgendwie schon weiß, okay, bam, ich will auf jeden Fall dieses Studium machen und ich bin vollkommen planlos, ja? Dann musst du dir natürlich Gedanken machen. Da ganz wichtig von meiner Seite aus, bitte, 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 fahr nicht nach dem Abi irgendwie 6 Monate nach Australien, weil du dann dort herausfindest, was du studieren willst. Das wirst du nämlich nicht tun. Ich sage nicht, dass man nicht grundsätzlich nach dem Abi reisen soll oder vielleicht auch mal ein Jahr Pause machen kann. Kann man auch sehr gerne machen, nur sollte das meiner Meinung nach dann darauf bestehen, wenn man sagt, ich will reisen, ich habe Bock irgendwie neue Erfahrungen zu machen, dann super gerne, aber du wirst es nicht dadurch herausfinden, ja? Sondern du findest solche Dinge ja nicht im Außen, irgendwo in der Welt, ja, auch nicht auf der anderen Seite des Globus ist, sondern in dir selbst. Das bedeutet, wenn du wirklich herausfinden willst, was will ich denn eigentlich studieren, dann nimm dir ein Blatt Papier, nimm dir einen Stift, setz dich irgendwo ganz zur Ruhe hin, gerne mal eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, meinetwegen 4 Stunden und den ganzen Tag, ja, und du überlegst dir wirklich, wer möchte ich denn in der Zukunft sein, ja, welches Leben möchte ich führen und welchen Beruf möchte ich vielleicht auch ausführen oder welche Kriterien müsste der Beruf erfüllen. Dann schau mal danach, welche Berufe würden beispielsweise genau auf diese Kriterien dann eben auch zutreffen und schau dann eben für die entsprechenden Berufe, was man dafür zum Beispiel studiert haben sollte. Ja, so kannst du dann für dich einfach vollkommen klar haben, okay, in welche Richtung es gehen kann. Dann schaust du dir die entsprechenden Studiengänge an. Und am Ende, ganz ehrlich, wenn du für dich klar hast, dass du studieren willst, dann wirst du es sowieso nicht besser
machen können, als im Endeffekt einfach die Wahl zu treffen, die sich für dich gerade am richtigsten anfühlt. Ich würde dir aber auch da unbedingt empfehlen, immer, bevor du dich für irgendwas einschreibst, unbedingt mal mit Personen zu sprechen, die genau dieses Studium auch schon mal absolviert haben. Im Idealfall genau auch an dieser Uni. Weil, sind wir ehrlich, man kann zum Beispiel BWL hören und dann hat man super viele Vorstellungen von BWL, die man irgendwie so im Laufe seines Lebens mal aufgeschnappt hat. Aber erstens können die überhaupt nicht zutreffen und zweitens kann BWL auch total verschiedene Facetten haben, je nachdem, was du eben studierst. Da gibt es ja verschiedene Arten von Studiengängen und es kann sich auch von Uni zu Uni komplett unterscheiden. Deswegen versuch, möglichst konkret eine Person zu finden oder mehrere sogar, die schon dort studieren, wo du sagst, okay, in die Richtung, glaube ich, könnte es am ersten gehen, um da auch ein Gefühl dafür zu bekommen, um zu gucken, ist das denn wirklich genau das, was ich auch überhaupt machen möchte. Und dann, was ich zu guter Letzt an der Stelle noch loswerden möchte, sind eigentlich zwei Punkte. Erstens, du musst nicht zwangsläufig studieren, ja, ich auch habe jetzt mein Studium pausiert, weil ich jetzt mich eben selbstständig als Coach gemacht habe und mache das viel, 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 viel lieber. Ja, das ist die eine Komponente. Kannst du für dich selbst auch überlegen, was da für dich der richtige Weg ist. Auch da macht ein Abi viel Sinn, ja, um da einfach auch für die Zukunft abgesichert zu sein und auch ein möglichst gutes Abi zu haben. Aber Studium ist nicht unbedingt das, was du machen musst. Das kannst du dir auch mal durch den Kopf gehen lassen. Und der zweite Aspekt ist auch, es ist keine Schande, wenn du ein Studium anfängst und dann merkst, dass ich es richtig, ja. In meinem Fall, Psychologie ist nach wie vor mein Way to go, nur habe ich gerade nicht mehr die zeitliche Kapazität dafür. Aber ich kenne so viele, die haben ihr Studium abgebrochen oder mehrfach abgebrochen. Ganz ehrlich, wenn es dann irgendwie an der Motivation scheitert, muss ich auch sagen, dann sollte man vielleicht gar nicht studieren. Also nicht die ganze Zeit nach dem ersten Semester, es ist nicht genau das, was ich mir vorgestellt habe, nicht gleich aufhören. Ja, aber wenn du wirklich merkst, hey, das Studium, das bringt mich nirgendwo hin, ich habe da keine Lust mehr dran, es gibt dann irgendwie doch nicht so die beruflichen Möglichkeiten danach, die ich mir eigentlich vorgestellt habe, dann kannst du auch einfach sein lassen, weil es bringt dir nichts. Ja, deswegen hab auch da nicht die Angst, oh mein Gott, wenn ich jetzt das wähle, dann ist es doch nicht genau das eine, dann stecke ich da für 3, 4, 5, 6 Jahre fest. Das muss auf gar keinen Fall so sein. Deswegen mach dir ein bisschen lockerer und treff am Ende die Wahl, die sich für dich einfach am richtigsten anfühlt und dann wirst du da eben auch eine relativ gute Wahl für dich persönlich treffen können. Und wenn du dafür eben entsprechend Schnitt brauchst, dass du sagst, hey, um Medizin, um Jura, um was auch immer studieren zu können oder ich will einfach nur für mich selbst einfach einen möglichst guten Abischnitt haben, dann bewirb dich einfach bei uns für uns aufs Coaching. Dafür der erste Link in der YouTube-Beschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar, wo ich dir persönlich meine besten Strategien mitgeben werde, wie ich stressfrei geschafft habe, mit viel Freizeit meine Abiturprüfung mit 1,0 abzulegen und wie du das gleiche auch schaffen kannst. Deswegen trage ich dir einfach ein, erster Link in der YouTube-Beschreibung oder erster angepinnter Kommentar. Und bis dahin, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video.